Ja, hallo Leute, das Team Dr. Desai ist hier. Und zwar, also ich, der Julian. Also, ihr habt ja heute mal den Spielraum Wien gesehen und die Badlist Prediction. Ja, ich bin jetzt gerade am Heimweg vom Spielraum. Es ist ziemlich kalt, genauso wie heute früh. Ja, meine Eltern, also das Auto ist gerade in der Stadt. Und deswegen muss ich jetzt heimlatschen. Da dachte ich mir, ja, jetzt habe ich Zeit. Wieso sollte ich jetzt kein Video machen? Ich habe jetzt eh Zeit für das praktische Recap vom Versus Trial. Ja, ich habe heute wieder Dragon Chaos gespielt. Ja, es lief dieses Mal aber nicht so dufte. Haha, dufte. Naja, ja. Also eigentlich, ich bin 1 zu 2. Also, ich habe nach den ersten Runden wollte ich eigentlich droppen. Weil ich 1-2 stand. Also erstes Match habe ich locker gewonnen, das war gegen einen Noob praktisch. Also eigentlich mag ich nicht so, wenn man so mit diesen Schimpfwörtern da so von wegen Anfänger und so immer so kommt, aber ja, also ich habe gegen jemanden einen Anfänger gespielt, sage ich jetzt mal. Der hat keine Ahnung mehr, was der für ein Deck gespielt hat. So irgendwie 50 Kartendeck, sowas. Naja, wegen dem habe ich halt natürlich gewonnen und dann zweite Runde habe ich gegen Rabbit gespielt. Ja, da habe ich das erste Spiel gewonnen mit Dragon, aber das zweite Spiel war halt relativ dumm, weil er hat dann halt, also was ich auch noch nicht kannte, das ist dieses Rabbit, also normales Rabbit eigentlich mit Rabbit und Kabasaurus und Sabasaurus vermischt mit. Oh, jetzt sieht man gar nichts mehr. Ja, vermischt mit einem Sideboard aus Insektors. Und da hat er dann total umgebaut auf Insektor und der Insektor ist das schlechteste Matchup von dem Dragon, weil er dir alles wegschießen kann. Ist egal, was du im Feld hast gegen Insektor. Weil bei uns halt so, es ist ähnlich wie bei Samu und auch Samu hat, glaube ich, ein schlechtes Matchup, stellt sich mal gegen Insektor. Ganz einfach, weil Insektor dir alles wegschießt, was du hast. Und zwar, also. Ist halt allgemein gegen so rote Kartex einfach alles raushauen mit Beatsticks halt ist ja schlecht, weil du haust dem Gegner alles raus, einfach alles und dann macht der Libelle Hornet tot, einfach tot, weil dann kannst du halt eigentlich fast gar nichts mehr machen als Beatstick Deck, wo du einfach alles rausklatscht, weil ja, und dann hauen sie einfach auf die Future Fusion weg und dann ist es eigentlich eh aus. Also für normal verwendet man ja die Future Fusion nur dazu, um sich die Drachen in Great zu holen. Aber wenn man sie doch mal alle hat und schon removed hat, dann ist es halt scheiße, wenn man dann gepawnt wird, was eigentlich fast nie vorkommt, weil du dann eh schon den OTK hast. Aber ja, wenn es halt vorkommt, dann bist du halt echt am Arsch. Und ja, da habe ich dann halt verloren, da starte ich 1-1. Dachte ich mir so, ja okay, kann ja nicht so schlimm sein, jetzt will ich nur noch dreimal gewinnen. Oder viermal, ich glaube, es wurden dann eh 5 Runden oder 6 Runden gespielt, ich weiß jetzt nicht mehr genau wie viele. Zumindest dachte ich mir dann, ja, nur schnell dreimal gewinnen, dann bin ich eh tops. Wenn man dann einmal verliert, dann spielt man ja meistens gegen einen schlechtere Spieler. Und ja, ich mir halt gedacht, ja, gewinne ich halt jetzt noch schnell dreimal. Will sich schon ausgehen irgendwie. Nächste Runde, also nächstes Match, schon wieder gegen Insektor. Ich hatte halt relativ wenig Chance, einfach deswegen, weil Insektor ist halt einfach zu stark gegen mein Deck. Da habe ich dann auch 2-1 verloren. Jetzt hätte das Spiel halt echt scheiß starten, aber ich will mich nicht rausreden. Ich habe einfach mit Dragon einfach wenig Chance gegen Insektor. Habe ich jetzt ja schon zu Genüge angesprochen. Ja, insofern habe ich es nicht gedroppt. Weil die Anmeldung eigentlich 4 Euro gekostet hat, aber für mich, ich habe halt gratis, weil ich heute, also ich musste halt nichts bezahlen, weil Valentin, der Spielraumverkäufer, so nett war, also der managt den Spielraum sozusagen und macht das sehr gut und er hat mir halt, also ich musste halt nichts für das Turnier bezahlen, weil ich die Anmeldung gemacht habe, fand ich halt recht cool von ihm und da muss ich halt nichts zahlen, aber eigentlich muss man auf 4 Euro zahlen und nach dem Turnier kriegt halt jeder einen Booster. Und deswegen wollte ich nicht droppen. Wenn man nämlich droppt, bekommt man keinen Booster.
Und dann habe ich halt die nächsten Spiele einfach immer wieder aufgegeben, anstatt zu droppen, damit ich das Booster am Ende bekomme. Was tut man jetzt alles für ein Booster? Ihr seht, ja, das ist wahrscheinlich sicher schon, dass ich ziemlich außer Puste bin. Es ist halt so kalt. Ja, ich freue mich jetzt schon so auf mein Zuhause. Ich bin endlich da. Naja, zumindest. Ja. Genau, wo war ich jetzt? Jetzt habe ich den Faden verloren. Ich war bei den Sektors und dann. Ah, verdammt, jetzt halt. Ja, zumindest. Ja, genau, beim Anmelden. Und ich muss halt nichts bezahlen, aber ich wollte halt das Booster haben. Am Ende habe ich es dann eh vergessen, Aktion, und bin früher nach Hause gegangen. War ein Fehler, naja. Aber ist eigentlich auch egal. Zumindest allgemeine Erlebnisse heute. Nachdem ich dann ja nicht beim Turnier mitgespielt habe, musste ich mich anderseitig beschäftigen. So. So. Es quietscht ja noch lauter als sonst immer. So. Hier jetzt durch den Schnee stapfen. Naja. Wir haben halt wieder sehr, sehr viel gewürfelt. Heute extrem. Also, wir würfeln ja eigentlich nicht so hardcore. Meistens nur Crap. Aber, ein Freund von mir hat mit, also ein Freund von mir, nämlich TG810, habt ihr über der Benelist Prediction gesehen. Der hat eigentlich gar nichts, also er hat mit fast gar nichts angefangen mit, ich glaube, Crap-Polos halt. Er hat am Ende, also er hat geendet mit 9 Kelche der Weisen. Ein 9 Kelche der Weisen. Dann 5 Raikos in Super Rare, 6 Libertal in Secret, etc. Ihr könnt euch das wahrscheinlich jetzt schon vorstellen. Er hat nur ein Yellow Gadget in Super Rare verloren aus dem 9 Top Pack, aber ja, das war halt echt schlimm. Ja, und ich merke jetzt, ich bin schon zu Hause. Die Zeit ist jetzt ziemlich schnell vergangen. 7 Minuten filme ich jetzt. Und ja, man sieht jetzt leider gar nichts von meinem Haus, aber ist auch relativ egal. Ich verabschiede mich hiermit schon von euch und ja, haut rein.